They say curiosity killed the cat. I killed the cat. Curiosity only brought her to me. Was zur Hölle geht hier ab? Wir sind im Kellergeschoss und wir haben plus 100. How did I get down here? Oh, Alter, das Licht ist schon fast zu hell dafür. Okay, gucken wir mal. So, was schreibt ihr denn da? Keine Ahnung, was Twitch damit erreichen möchte. Echt nicht? Nicht mal bei Among Us? Was, nicht mal bei Among Us? Kann ich hier irgendwas machen? Oh, guck mal, ich kann springen. Hallo. Crouchen kann ich auch. Und ich soll da oben hin, ne? Denn irgendwas aufnehmen? Nee, bisher nicht. Nee, aber was meinst du mit nicht mal bei Among Us? Nee, interagieren. Achtung, eine Katastrophe. Vergessen Sie das Leben, wie Sie es kannten. Alle Zeichen deuten auf eines hin. Bleiben Sie drinnen. Okay. Haben die damals schon gewusst, dass die Pandemie kommt? War Insound Mind eigentlich schon vor der Pandemie? Ich glaube zumindest der Early Access war schon vor der Pandemie, ne? Ein Versorgungsgang? Das Spiel ruckelt, obwohl nichts ausgelastet ist, okay. Seht ihr genug? Weil ich finde es teilweise echt finster. It's locked. There's a keyhole. No dice. Tab, Inventar öffnen. Okay, aber da habe ich noch nichts im Inventar. Schauen wir mal, was ist das hier? Das sieht so ein bisschen wie die Farbe aus. Ui. Aus der Geschichte von H.P. Lovecraft. Was steht denn da? Steht noch nichts, ne? Ich kann sprinten. Lager. Was war das? Da hinten habe ich gerade irgendwas gesehen. Aber hier kann sich nichts versteckt haben. Oh, guck mal, eine Taschenlampe. Eine alte Taschenlampe. Hoffentlich gibt es genug Batterien in der Gegend. Suche mein Handy. This looks weak. Du meintest, du warst noch nie so der Bodensatz wie bei Mutant. War es schlimmer als am... Among Us? Wir reden nicht über Among Us. Es gibt einen Grund, warum ich Among Us nicht spiele. Warum ich es niemals gespielt habe. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Spiel ist. Ich habe mich tatsächlich
jetzt noch nicht über den Entwickler informiert. Kann ich denn hier irgendwie zuschlagen? Okay, ich muss erstmal was suchen. Nee, also tatsächlich. Wenn du natürlich Among Us wieder in meinen Kopf bringst, was... Der Stuhl stand da vorher noch nicht. Among Us habe ich erfolgreich unterdrückt. Und ja, Among Us war voll der absolute Bodensatz. Hallo. Among Us war ein Grund, warum ich fast die Kommunikation und Freundschaft mit einigen Leuten eingestellt hätte, inklusive dir, Modo. Und du konntest leider noch nicht mal was dafür. Hier ist eine Batterie, aber ich kann die nicht nehmen. Dieses Spiel war halt einfach so scheiße, weil ich wollte halt nicht ein arschiger Spieler sein und andauernd immer nur in Teams rumrennen. Ich wollte das Ganze einfach mal ein bisschen interessanter gestalten, aber das hat einfach dazu geführt, dass ich innerhalb der ersten Minuten im Prinzip immer aus dem Spiel rausgevotet wurde und ich dann nur noch als Geiz zu sehen durfte. Und das hat nachher einfach total genervt. Ich kann jetzt auch nicht, ich kann nicht das Licht anmachen. Ja, das ist die, die Prozentzahl rechts hier in meinem Kopf. Das kann ich mal vielleicht eben ganz kurz auch mit der Kamera etwas beheben. Ich gehe mal etwas hier rüber. So vielleicht, dass ich nicht die ganze Zeit direkt mit meinem Kopf da drin sitze. Ja, aber in Among Us wurde ich halt immer sofort rausgevotet und das war scheiße. Das war einfach scheiße und das hat keinen Spaß gemacht. Und das hat mich nachher so frustriert, dass es mir fast einiges kaputt gemacht hat. So, wir haben jetzt einen Schlüssel. Was haben wir denn hier noch? Die Werkbank steht allen Mietern zur Verfügung, Außenanwendung nicht gestattet. Die Verwaltung trägt keine Verantwortung für selbst zugefügte Verletzungen. Vorsicht! Entfernen Sie keine Werkzeuge aus diesem Raum, der Hausmeister. Da werden wir uns natürlich nicht dran halten. Achso, guck mal. Ich hätte hier den... Okay, ich kann hier irgendwelche Sachen nachher zusammensetzen. Okay. Gott, die Steuerung ist ein bisschen umständlich an ein, zwei Stellen. Was hat es mit der Katze auf sich? Da ist noch eine Batterie. Oh, guck mal da. Hol die Gasmaske aus dem Heizkeller. Was ist denn das für eine bunte Lache immer, die hier so herumdampft? Gasausdrücke können gesundheitsgefährdend sein. Falls sie ein hatten Sie schon mal einen Lars-Gag? Nein, ein Gasleck im Heizraum riechen, sehen oder hören. Verlassen Sie sofort das Gebäude und benachrichtigen Sie mich, der Hausmeister. Können wir den Hausmeister jetzt direkt rufen? Regeln für das Kellergeschoss. Der Keller ist rund um die Uhr für Mieter geöffnet. Keine Gäste. Die Verwaltung übernimmt keine Haftung für Dinge, die in Hosentaschen vergessen und beim Waschen zerstört wurden. Werkzeuge aus der Werkbank müssen im Werkraum verbleiben und was im Keller vergessen wurde, bleibt dort, bis sie es wieder abholen. Noch eine Batterie, okay. Oh, und da habe ich den Fahrstuhl gerufen. Ja, ganz sicher werde ich da reingehen.
An die Mieter. Einige der Waschmaschinen hatten in letzter Zeit einen Kurzschluss. Glücklicherweise laufen sie mit Universalsicherung. Trotzdem bitte ich Sie, sie nicht selbst zu reparieren. Rufen Sie mich, wenn etwas nicht stimmt, der Hausmeister. Wer ist der Hausmeister? Hat der Hausmeister Autorität? Und nebenbei, was sind das für wahnsinnig gewaltige Waschmaschinen? Die sind ja genauso groß wie ich. Oh fuck. Okay. Wir sind jetzt bei 100% Taschenlampe. Ich habe eine Sicherung. Wunderbar. Kann ich die Sicherung hier irgendwie einsetzen? Nee, ne? Wo geht's hier hin? Neugierig, was? Oh. Jetzt sag nicht, das muss ich da hinten einsetzen. Oh nein, wir wissen noch ganz genau, was passiert. Oh nein, Leute. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Aufzugsschacht. Oh Gott, wir werden sterben. Das sieht schwach aus. Ernsthaft, Leute, ich werde doch keine... Du willst mich doch verarschen, oder? Ich kann hier nicht raus. Ach doch. Ich werde doch da jetzt keine Sicherung einsetzen, wenn ich weiß, der Fahrstuhl fährt runter, sobald ich die Sicherung eingesetzt habe. Okay, versuchen wir erstmal irgendwann an ein Werkzeug zu kommen. Aber ich kann hier nichts... herstellen, hä? Unzerstörbares Absperrband, leider. So, okay, was haben wir denn hier oben noch? Also wenn ich an dem Absperrband da vorbeikommen könnte, könnte ich auch in den Heizraum. Ich höre hier da und immer mal wieder was. Was ist denn da hinten? Whoa. Oh, 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 oh. Okay, ouch. Hier muss doch irgendwas sein, womit ich nachher was basteln kann. Dass ich irgendwie ein Werkzeug habe, um diese komischen Gitter kaputt zu machen. Tja, ich denke mal, wir werden uns einfach mal unter dem Fahrstuhl umbringen. Ich finde nichts, mit dem wir irgendwie ein Werkzeug herstellen könnten. Und dieses unzerstörbare Band hier können wir auch nicht überwinden. Oder? Warte mal, komm. Das muss doch gehen. Und... Lauf! Geht nicht. Okay. Machen wir uns kaputt. It's a fuse box. Ah! Autsch, jetzt habe ich Kopfschmerzen. Mann, ist das ein gewaltiger Fahrstuhl. So, wo wollen wir hin? Wo sind wir? Wir sind jetzt im ersten Stock, hä? Oder sind wir im Keller? Ne, wir sind im Keller. This elevator button is missing. Dann können wir jetzt nur ins Obergeschoss. Ne, diesmal kein Pulsmesser. Ich glaube, dieses Spiel hat nicht so mehr sehr mit Scares einfach gearbeitet. Und ich muss sagen, ich habe mich in Song of Horror teilweise richtig schlimm erschrocken. Und der Pulsmesser war einfach zu langsam mit dem Essen. Zu langsam im Sinne von,
es mitzukriegen, dass mein Puls teilweise auch bestimmt über 90 gespiked ist und hat dann die Kurve entsprechend rausgemittelt und deshalb ist dann teilweise mein Puls gar nicht über 85 oder 90 gekommen. Und das ist ein bisschen schade. Ich soll mich länger erschrecken? Wie soll das funktionieren? Ich hatte ja schon Angst, als ich dann während des Streams einen Puls auf einmal von fast 55 hatte und hatte gedacht, oh mein Gott, ey, mein Herz hört gleich auf zu schlagen, weil es so langsam ist. Oh, hier können wir leider nichts an kalten Getränken abholen. Sind wir denn 999? Geht nicht. Grinsebärtchen. Geht auch nicht. Auch zu. 314. Auch zu. 13. Komischerweise gibt's das. Okay, auch zu. Zwischendurch mal ein paar Erdbeben. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Okay, schade. Nichts. Sieht ja aus. Moment. Moment. Waren da nicht eben noch ein paar Männer drauf? Oder ein paar Gestalten? Merkwürdig. Mietz! Kann hier nichts an, ne? In Sound Mind. Oh, bin ich in Oakmont? Da unten ist alles überschwemmt. Ich glaube, ich bin in Oakmont. Oder Modo? Was sagst du? Da fehlen noch irgendwo in der Distanz irgendwo ein paar Felsspitzen. Da vorne sind zu viele Bäume. Aber ansonsten hätte ich ja fast sagen können, ich bin hier irgendwie in Oakmont. Ich bin ja schon in Oakmont. Ich kann ja nicht mehr umkehren. Dachtreppe. Police Line, do not cross. Oh, warte, was steht da? Desmond Wales, Physical Doctor. Mein Büro. Ich bin Desmond Wales. Hallo. Here he is. Long have I waited for this moment. To watch as you scramble for your last breath. As you try to make sense of your reality and the gravity it carries. Pulling you down. Ooh, I can't contain my excitement. I will have you, Desmond Wales. I will have all of you. Hat er gerade versucht, mich zu belästigen? Pointless. Klingt wie Kater Carlo, der hustet auch immer so. Ach du meine. Was haben wir denn hier? Eine alte Wanduhr. Ein Leuchtturm. Ottos Leuchtturm vielleicht sogar. Napf! War das dann da draußen gerade Tonja, die wir gesehen haben? So, was haben wir denn hier noch? Ein paar Bücher. Ah Gott, ich kann... Was steht denn da? Why Cats? Why Cats? Keine Ahnung. Ist zu weit weg, als ich das jetzt vernünftig lesen könnte. Okay, das wäre ein Oakmont-typisches Bild. Wenn das mein Büro ist, sieht nicht gerade toll aus. Dunkler Engel. Komisches Ding. Ein Abspielgerät. Klicke ich direkt drauf. Komische weiße Männer in der Dunkelheit. Hier ist... Ist hier eine Tür? Nö, scheinbar nicht. Egal. Diplom. Ein tolles Porträt.
Das war mal ein Leuchtturm. It's my tape player. No dice. Kein Glück. Kein Glück. Das könnte auch ein alter PC vom Mediamarkt sein, ne? So ein alter Medion-PC. So, was haben. Desmond ist schon mal ein richtiger Badass-Name. Ja, Desmond auf jeden Fall. There's no one out there. Tja, Pech gehabt. Oh Mann. Okay, dann. Der Flur, der war doch länger. Der war wesentlich länger und am Ende war ein Fahrstuhl. Hier ist eine ganz helle Tür mit der Nummer 0. Dan, geh nicht ins Licht! Wen bongst du da? Mein Haus. Ich versteck mich gerne mal im Abstellraum auf dem Regal. Das ist so entspannend. So, was haben wir denn in der Küche? Was steht da? Family size. Ray, ugly and yummy. Eat it before it eats you. Hm. So, sieht auf dem ersten Blick wie ein dunkles Stanley's Parable aus. Ja, durchaus. Durchaus. Lieber Bewohner, wir von Mayer Pharmaceuticals möchten Ihnen gerne für Ihre fortgesetzte Unterstützung für unser Unternehmen und das... Oh, warte mal eben. Gucken gleich. Ich wollte eben nur kurz die Taschenlampe ausmachen. Die Prozentzahl ging runter, trotz Lesen. Unterstützung für unser Unternehmen und das neue Verteilerzentrum hier in Milton Haven danken. Es ist Milton Haven, nicht Oakmont. Ihre Gesundheit und Sicherheit haben uns höchste Priorität, nicht nur für uns als Unternehmen, sondern auch als Ihre Nachbarn. Weitere Informationen über das, was Mayer Pharmaceuticals in Ihrer Nachbarschaft für Sie macht, erfahren Sie unter 1-800-MAYER oder senden Sie uns eine E-Mail an nachbarschaftspharma@mayer.co.biz. Vielen Dank und einen gesegneten Tag. Marketing und Kommunikationsarbeit Mayer Pharmaceuticals. Waren wir gerade drin? Da haben wir ein Schaf oder ein Mops auf dem Foto, ich kann es nicht erkennen. Was haben wir denn auch hier? Wieder das, der dunkle Engel. Da haben wir ein Telefon. Vielleicht haben wir da gleich einen Anschluss. Ein Waffenbuch. Ein Tape-Buch. Oh, Fernsehen. Ja, aber da war nur ein Mops drauf, keine drei. So. Es ist gruselig, wenn die Gitarre so stehen bleiben kann und kann so spielen. So, jetzt wissen wir gleich, wie immersiv und gut das Spiel ist. Können wir duschen? Nein. Können wir denn abspielen? Okay, scheiß Spiel. Ich kann nicht abspielen. Und es gibt kein Spiegelbild. It's no use. Okay, ich brauche erstmal irgendwie ein Schlüssel dafür. Oh, Tonband, das mit einer weißen Tonbandkassette. Habe ich die aufgenommen? Muss ich wohl. Is anybody even out there?
Milton Haven Emergency Broadcast System. Okay, also es scheint irgendwie was Böses passiert zu sein, aber keine Ahnung. Kriege ich nicht auf. Da kann ich noch nicht mal scheißen, weil die Spülung mal wieder nicht funktioniert. Haben wir Pech gehabt. Kann ich denn jetzt hier wieder zurück zu meinem Büro? Aber es gibt eine Katze. Wenn man die streicheln kann, könnte es noch ein gutes Spiel werden. Ja, das ist dann aber auch die einzig andere Möglichkeit, wie es noch wieder gut werden könnte. Moment mal, hä? Bin ich gerade nur zu blöd gewesen, um diesen Gang zu sehen? Oder war der gerade wirklich weg? Spielt mir das Spiel einen Streich oder bin ich wirklich so doof? It's my tape player. Drücken wir auf Play, hä? Was? Der spielt irgendwie munter vor sich hin. Ich verstehe noch nicht, was dieses teleportieren soll. Immer durch das weiße Licht. Jetzt sind wir draußen. Meine Taschenlampe ist weg. Das ist keine TARDIS. Okay. Gehen wir mal hier durch. Über Stege, die irgendwie Brücken sind. Du wolltest Brücken, Modo. Du wolltest Brücken. Und die Türen sind auch bestimmt nur Brücken durch Raum und Zeit. Wie du sagst, Helios, oder? Brückenspiel, Horror. In an unexpected turn of events, it seems I'm the one who's losing my mind. Why or how this is all happening is beyond me. But as strange as this is, I'm equally as fascinated as I am scared. Was das wohl für ein Gebäude ist? Das sieht so gewaltig aus. Ich vertraue diesen Stegen nicht, die quieken, die knatschen. Life in Milton Haven has become unfamiliar lately. People are, well, I'm starting to see unusual patterns, behaviors. Ever since the crash, maybe. It's beginning to make sense, I suppose. My own feelings of dread, of fear, are similar to those of my patients. Was knarrt, bricht nicht. Unter dir sind ja auch bestimmt noch nie Bretter zusammengebrochen, bevor sie, nachdem sie geknarrt haben. Die Scheiße. Dying. Oh, poor Virginia. I should go over their cases. I need to understand what this is. Nein, oder? Nein. Nein. Ist das eine riesige Kassette? Wir brauchen unbedingt einen riesigen Bleistift. Wir brauchen einen gewaltigen Bleistift. Ja. Ja. Fokussiere meinen Verstand. Dann wird alles gut. Tür. Das ist so eine riesige Kassette, oder? Kenne ich hier irgendwie ein Sternbild? Nee, ne? Ich sehe keinen großen Wagen bisher.
Ominorek! Nee, nee, nee. So machen, ne? Wie? Ich bin einfach wieder stumpf in mein Büro. Tanya, how? I mean, hi. Hallo. I'm having a weird day. Everything okay with you? All right. Good kitty. Ja, geil. Es gibt, ich habe gerade ein Achievement bekommen. Game of the Year 10 von 10. Bestes Spiel ever. Dass es tatsächlich sogar ein Achievement für sowas gibt. Oh nein. Ja, Mew hat total etwas Farbe verloren. Hallihallo Fusion, willkommen. Und Mew-Tonya hat uns tatsächlich einen kleinen Aufzugsknopf gegeben. Vielen Dank. Good kitty. So, gut. Dann nehmen wir noch den Aufzugsknopf. Und ich, Tonya, ich werde bestimmt was zu essen für dich finden. Suchen wir mal schnell. So, auf zum Aufzug. Oh komm, jetzt. Ja. I show you an ink blot and you sneak your way into an interpretation, pretending to fix other people's problems while avoiding your own. What not? Ach komm. I can sneak past it. I know I can. Was ist das? Natürlich kann ich hier nicht rausgucken. Wie, was gibt es hier für meine Punkte? Bisher noch leider noch nichts. Ich hink da leider aktuell wirklich ein bisschen mit hinterher. Ich muss demnächst mal Triggerfire reinpacken. Was zur Hölle? Was ist das? Was leuchtet da denn so komisch? Aber ich hab... Mit diesem Cheeren habe ich mir aber tatsächlich auch gedacht... Was soll der Scheiß, für 120 Euro für 2,5 Minuten eine Chat-Nachricht im Kanal anzupinnen, ne? Das ist ein bisschen, uff. Ich kenne das von YouTube, selber nie gemacht. Da kannst du ja halt auch einen Super-Chat machen. Und je nachdem, wie viel du natürlich dafür ausgibst, bleibt der nicht nur 2,5 Minuten, sondern der bleibt dann auch 20, 30, 40 Minuten da mit oben dran gehangen, so ein bisschen. 2,5 Minuten für 120 Euro ist schon echt dreist. Wie soll... Wie soll ich dieses Bild beschreiben? Eine lippige Augenhöhle? Können wir hier raus? Nein, können wir nicht. Das ist ein verstörendes Bild da vorne. Verarsch mich doch nicht, da war doch gerade ein anderes Bild. Zugeschlossen. Nix. Nee, scheinbar nicht. Hauswirtschaftsraum. Angestellte. Ausschließlich. This stuff is unnaturally strong. Ach. Say. Realistically durable.
Ja. Ah, guck mal hier. Wir sind kein Angestellter. Aber. Geh trotzdem hier rein. I might be able to cut this. Ja, was brauche ich denn dafür? Einen Bolzenschneider? Zu. Ah, das ist offen. Lach. Geh Raum. Cool. Was haben wir denn hier gefunden? Warte mal. So, if you're reading this. Wenn du das hier liest, heißt das, dass ich recht hatte. In dem Fall, Schlitten, zweiter Stock, über dem Münzautomaten. Lauf, Wartungsraum im ersten Stock, mit Klebeband unter dem Tisch befestigt. Griffkeller hinter der mittleren Waschmaschine. Die Batteriezeit siehst du hier rechts neben, ja, über meiner Schulter. Das ist die Lebenszeit meiner Batterie noch. Du hältst mir den Rücken frei und ich dir, L. Okay, wir sind im zweiten Stock, über dem Münzautomaten. Den anderen kriegen wir... Nee, wir sind im ersten Stock. Wartungsraum im ersten Stock, Klebeband unter dem Tisch. Zweiter Stock war beim Münzautomaten. Und Griff im Keller hinter der mittleren Waschmaschine. Okay. Warum brauche ich das denn? So, pro Batterie habe ich auch immer 10% mehr. Und jetzt noch ein bisschen, aufgrund geiler Cornflakes, ein bisschen Heilung gehabt bekommen. So. Okay, hol die Gasmaske aus dem Heizkeller. Kriegen wir noch irgendwie hin. Finde den Schlitten der Pistole im ersten Stock über dem Warenautomaten. Da sind wir gerade. Dum, dum, dum. Über dem Warenautomaten. Wo ist der denn? Warenautomat. Warenautomat. Was ist denn das für eine Haus... Was ist denn das für eine Wohnungsnummer? Plus 18. So, minus 18? Das Bild hat sich schon wieder geändert. There's no one out there. Nee, okay, das war der Wartungsraum, aber ich wollte trotzdem einmal kurz... Oh, guck mal, wir können da hinten rein. This stuff is unnaturally strong. Ich bin auch echt nicht klein genug, um da drunter durchzupassen. Ja. Alters. Oh, Nick, eine altersbeschränkte Wohnung. Alles ziemlich leer. Ich habe auch keine Ahnung, was das für eine komische Flüssigkeit hier ist. Ich weiß nur, die macht mich duselig. It's blocked from the other side. It's blocked from the other side. Ja, ich habe es verstanden. Ist von der anderen Seite blockiert. Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Oh. Okay, da gehe ich nicht nochmal rein. Ach ja, das habe ich jetzt auch gerade gemerkt. Pistolenlauf, der Lauf einer Pistole. Okay, dann müssen wir jetzt noch in die anderen Stockwerke einmal rein, um die restlichen Teile zu holen. Aber vorher gucken wir uns einmal diese Tür hier an. Alles komische Bilder hier. Was? Nein, es ist zu viel Layers of Fear. Virginias Apartment. Virginias Apartment? Wer ist Virginia? An unsere geschätzten Kunden. Mit großer Trauer müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir unser Geschäft zum Ende dieser Woche schließen werden. Leider können wir nicht länger mit den großen Supermarktketten konkurrieren, die unsere kleine Stadt erobert haben. Wir möchten Ihnen für Ihre langjährige Treue danken und laden Sie hiermit herzlich zu unserem Ausverkauf diesen Donnerstag ein. Bewahre dir deine Eleganz, Milton Haven. Eden's Grove Lebensmittelladen. Ja. Ja, not say.
Mein Liebling, nun muss ich auf Briefe zurückgreifen, da du nicht ans Telefon gehst. Mich verwundert, dass der Anrufbeantworter, den wir gekauft haben, sich nicht einschaltet. Ist er kaputt? Dein Vater bestand darauf, dass wir dir Geld für die Stromrechnung schicken. Du weißt, dass ich dich liebe und dich unterstützen werde, aber ich will dich nicht dazu ermutigen, uns jeden zweiten Monat um Geld anzubetteln. Du musst etwas finden, womit du ordentlich Geld verdienst. Deine Spielzeuge verkaufen sich einfach zu selten. Du warst immer so charismatisch. Vielleicht kannst du das ja zu deinem Vorteil nutzen. Jedenfalls schicke ich dir ganz viel Liebe. Bitte gehe mal ins Telefon. Mom, Dad und Freddy. Ein bisschen was zu essen. Perfekt. Kein Anschluss unter dieser Nummer. No one is picking up. Ja, das ist scheiße. Ich lasse es mal an. Dann habe ich hier wenigstens ein bisschen Licht drin. I might be able to cut this. Aber nur vielleicht. Oh, was liegt denn da? Bleib nicht im Bett. Aber ich bin müde. Oh, Tonband von Virginia. Eine violette Tonbandkassette von meiner Sitzung mit Virginia. Tuch von Virginia Rule. Sie wickelt das Messer in ein hübsches Tuch und bietet es mir dar. Sie krächzt vor sich hin, wir hübschen Frauen, und führt mich fort, ganz ohne Halt. Ihre Träume sind tot, also nimm die meinen. Ich frag mich, wie sie nachts kann träumen. Meine Albträume sind ein zeitloser Fluch. Ein Messer durchtrennt das hübsche Tuch. Was? So, ich guck mir das mal in Englisch an. Hört sich das verbessern. She cloaks the knife with pretty line and presents it as a gift. She croaks the phrase, we pretty woman, sending me away adrift. Her dreams are dead, so please take mine. I wonder how she sleeps at night. My dreams are nightmares, stuck in time. And line damaged by a knife. Auch nicht viel besser. Oh, ich komme nicht raus. Ah, guck mal, da ist ganz toll Hotel geschrieben. Ja, ja, vielleicht nimmt ja noch irgendwann irgendwer die 120 Euro für eine 2,5 Minuten Text, der noch nicht mal im Stream angezeigt wird. Sondern nur im Chat. Auf dem Desktop, glaube ich sogar nur. It's unbearable, isn't it? The pain of losing a patient. Virginia trusted you when she died because of it. What will you achieve by listening to her tape? Vindication, absolution, retribution for your misdeeds. Think about it. Also wenn ihr schon halt irgendwas geldmäßig in den Kanal investiert, dann ist es, ist meist, finde ich, immer ein Abo das Beste, weil dann kann man einfach eine werbefrei das Ganze hier gucken. Und wenn man noch ein bisschen Geld über hat, dann macht, glaube ich, am meisten. Was macht denn am meisten Sinn? Jetzt noch habe ich nämlich meinen Vorlesebot natürlich hier an. Ja, ja, und genau so kann man dann Nick noch ein Abo schenken, damit der auch ohne Werbung gucken kann. Danke, Fusion, für das verschenkte Abo. It's a fuse box. Okay, also irgendwie. Guck mal, das ist gar nicht dahinter, das ist da oben drüber. Erhöht dein Tempo mit jeder dritten Pille. Fast, du. Fast. Fast und Night. Okay. Ah, warte mal, kann ich dann hier hoch? Ah, und dann da. Nein. Komm, da muss ich auch rüberspringen können, oder? So. Und hier soll dann das vielleicht irgendwo hinter sein. Ach, guck mal hier.
Oh, da komme ich nicht ran. Da muss ich eine Sicherung reinpacken. Kann ich die denn aus dem Fahrstuhl wieder rausnehmen, die Sicherung? So, nur ganz kurz. Das geht. Das geht. Dann gehen wir mal hier rüber. Setzen mal kurz die Sicherung ein. Schüttelt er sich dann zur Seite? Tatsache. Tatsache. Der schüttelt sich hier total zur Seite. Und wir entnehmen jetzt den Griff der Pistole. Und dann setzen wir natürlich die Sicherung wieder ein. Und dann können wir einmal in den zweiten Stock gehen. No dice. Und dort können wir dann, was hatten wir jetzt? Wir hatten den Griff und den Lauf. Dann holen wir uns jetzt den Pistolenschaft oben aus dem zweiten Stock. Und der war. Den Schlitten im ersten Stock beim Warenautomaten. Ich bin immer noch fasziniert, wie wir gerade den ersten Stock einfach beim Hochfahren überspringen konnten. Ohne, dass der hier angezeigt wird. Oh, Batterie. Über dem Automaten, ne? Ja, guck mal da. Nice. Jetzt wieder ab in den Keller, um dort die Pistole zusammenzubauen. Warum auch immer wir jetzt die Pistole brauchen. Na, guck mal da. Okay, der erste Stock war doch da. Ich dachte, den hätten wir tatsächlich gar nicht zwischendurch drin gesehen. So, auf zur Werkbank. Auf zur Werkbank. Auf zum Atem. Ich habe keine Ahnung, ob wir noch Muni finden oder nicht. Alt und zuverlässig. Ist schon lange her, dass ich zuletzt so eine benutzt habe. Okay. Oh, ich habe tatsächlich Muni schon drin. Ja, dann bis später, Modo. Fängst du jetzt gleich direkt schon an zu streamen oder um wie viel Uhr? Ansonsten werde ich dich nämlich natürlich später raiden. Okay. Wir haben also jetzt eine Waffe. Wir haben eine Waffe. Warum wir sie auch brauchen sollten. Ich probiere mal was, ob das geht. Ob das dafür gedacht ist oder nicht. Okay. Ich kann mit der Pistole auf jeden Fall Gitter aufschießen. Weiter links. Erhöht meine Gesundheit, wenn ich 3 davon esse. Okay, gut zu wissen, dass das geht, aber ist natürlich blöd, wenn ich dafür Munition opfer. Guck mal, da vorne ist auch noch mehr. Ich würde das ja am liebsten hier zerschießen, aber das kostet mich 2 Munition. Machen wir das einfach mal. Warum Holz zerschlagen, wenn wir auch da so durchkommen? Und jetzt mit Anlauf! Oh, plus, hat geklappt. Detektinol erhöht deine List mit jeder dritten Pille. Und Muni. Und jetzt ganz schnell hier durch. Ah, das hat geklappt. Hallihallo, Kalle. Schön, dass du da bist. Und auch schön, dass du selbst nur im Lurk da bist. So, holen wir uns erstmal. Hören wir uns erstmal Virginias Band an. Weil ich glaube nicht, dass wir einfach stumpf hier. Das wäre Overkill. 4-mal vielleicht mit der Pistole zu schießen. Ich hoffe, wir finden gleich noch irgendwie ein Messer oder so.
Oh nein! Okay. Ich muss mit der Pistole echt aufpassen, dass ich nicht aus Versehen die falsche Taste einfach immer drücke. Sieht ja alles hier merkwürdig aus. Wieso ist denn das hier zu? Das war doch vorher nicht so. I have a feeling, a hunch if you will, that looking into your patient's death will result in a similar fate. Don't misunderstand. I want you to die. But maybe not so early. Try not to shoot yourself with that pistol you found. Though that would be quite funny. Na super. Okay, hier haben wir uns noch ein paar HP genommen. Hier noch ein bisschen Muni. Ah, Pistole plus Fass gleich Kablam! Ja, es könnte sein, dass tatsächlich immer höher gelegen mal was versteckt ist. Das hatten wir ja auch schon gerade mit dem Warenautomaten. Brauchen wir aber gerade hier diese Batterie noch nicht. Aber gut zu wissen, dass sie da liegt. Was hatten wir hier? Ich denke, er hat die Pistole dort abgestellt. Ich habe keine Ahnung, ob es was mit diesem Riss hier auf sich hat. Aber es ist schon etwas ominös. Da oben ist es halt auch kaputt. Du meinst doch den Riss, oder? Welcher Riss denn? Hinter mir. Der da. Der sieht jetzt einfach nur rissig aus. Also da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es da irgendwas mehr mit auf sich hat, weil das ist dann ja nicht der einzige. Ob da eventuell was ist, wenn wir fahren? Das wäre doch total übertrieben, oder? Das wäre doch übertrieben. Nö, da war nix. Aber war eine Idee. War auf jeden Fall eine Idee. Aber hier war jetzt tatsächlich einfach nur Stahlbeton. So, machen wir jetzt aber mal Kablam, würde ich sagen, oder? Klein wenig Kablam. Weit genug weg. Ich habe ja keine Ahnung, wie krass das wird. Und boom, Baby. Oh mein Gott. Na. Was war das? Okay, noch mehr Munition und ein bisschen was für die Taschenlampe. Da geht's in unsere Wohnung. Da brauchen wir aber noch einen Schlüssel. Oh mein Gott. So, hier sind wir erstmal sicher, aber wo ist Tonya hin? Keine Tonya. Hier können wir immer noch nicht reingucken. Dann hören wir uns mal Virginias Tape an. Was zur...